Matthias Vogt, erstmal Glückwunsch zu den nächsten 4 Jahren im LSV-Präsidium. Ist man erleichtert nach so einer Wahl, oder? Ach, naja, erleichtert. Eigentlich ist das ja mehr per Ordre der Mufti, wenn man es mal genau nimmt. Weil die FIFA und die UEFA, die haben schon ihre Vorstellungen, wie sie die Kontinuität auch bei den Verbänden gewahrt wissen wollen. Und wenn man dann sieht, wie die Pläne sind, wie zum Beispiel ein FIFA-Präsident oder ein UEFA-Präsident, welche Amtsdauern die haben, dann ist das eher zurückhaltend. Gratulieren kann man auch zum 6. Präsidiumsmitglied. Da habt ihr endlich einen gefunden, den Marco Ender. Wie seid ihr auf ihn gekommen? Ja, das war auch ein bisschen Zufall. Das ist so ein bisschen gegangen über die Anwaltsschiene von Thomas Riesch und da sind Gespräche gewesen und wir waren sehr überzeugt von ihm, weil er eben in diese junge Garde reinpasst. Wir sind alle proaktiv, wir sind alle optimistisch, wir diskutieren gerne, auch kontrovers, aber wir kommen immer wieder auf den Punkt und er, erstens mal hat er Ahnung vom Bereich und zum Zweiten hat er auch das Engagement, sich einzusetzen und das wird uns allen weiterhelfen. Trotz der Wahlen, die jetzt anstanden, waren ja doch große Teil eigentlich von der ganzen Versammlung heute. Ging es recht zügig? Ist man da im Vorfeld schon sehr gut mit dem Verein klargekommen, dass man es abgesprochen hat alles? Ja gut, ich meine, wir müssen natürlich mit unseren Gewährträgern, das ist wie in jedem Unternehmen auch, da werden vorher die Zahlen ausgetauscht und da werden solche Sachen wie Statutenänderungen oder Anpassungen werden selbstverständlich im Vorfeld diskutiert. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Sicherlich hätte man, wäre da seitens der Vereine keine Einigung machbar gewesen, hätte man sicherlich dann das ein oder andere Thema gar nicht angeschnitten. Das ist wie in jedem Unternehmen auch, das ist jetzt für meine Begriffe nichts Besonderes. Fakt ist einfach das, dass wir im Sinne des Fußballs gemeinsam nach vorne gehen. Das heißt nicht, dass der eine von dem anderen abhängig ist, wer auch immer das ist, von welcher Seite man das sieht, sondern das heißt, dass man gemeinsam einen Weg beschreitet und dahinter steht, um dann auch das Ziel zu erreichen. Also wie gesagt, zielorientiert und effizient zu arbeiten, das ist eigentlich das Zauberwort. Und Kontinuität ist das nächste Zauberwort und das versuchen wir jetzt hier so umzusetzen. Ja, Marco, erstmal Glückwunsch, das neue Präsidiumsmitglied beim LEV, wie ist dazu gekommen? Ja, irgendwo nicht speziell beworben oder in die Richtung, sondern einfach mit den Leuten in Gespräch gekommen und dann hat es sich irgendwie wie von selber gegeben und jetzt freut es mich, dass ich es machen kann in Zukunft, mal zumindest die nächsten 2 Jahre. Genau, du bist ja 2 Jahre gewählt, diesen Turnus, das man eben dann bei hat, aber ich denke mal, man macht es ja nicht nur für 2 Jahre, man möchte natürlich auch länger dann dabei bleiben, wenn man junges Team auch hat, wie ihr jetzt seid? Ja, grundsätzlich schon, aber hängt natürlich immer von den Delegierten ab, aber ich setze mich gerne für einen breiten Sport, ich komme auch von dort und darum grundsätzlich natürlich schon länger als 2 Jahre, aber wie gesagt, hängt ja nicht alleine von mir ab. Breitenfußball ist eigentlich alles, von Kind bis Senioren, ist man natürlich auch viel unterwegs an einem Wochenende. Richtig, ja. Also das bin ich mir natürlich bewusst, aber ich mache das gerne. Also ich bin auch in der Vergangenheit sehr oft an den Wochenenden und während der Woche auf den Fußballplätzen gesehen. Für mich ist es kein Muss, ich mache es gerne und für mich ändert sich dadurch eigentlich nicht viel.